Willkommen zurück zu Paper Mario auf dem Nintendo 64. Beim letzten Mal, naja, wir haben gegen Bowser gekämpft, aber wir haben den Kampf leider verloren. Er war viel zu mächtig und ja, wir sind hier irgendwo unten in einem kleinen Goomba-Dorf gelandet. Die haben uns hier netterweise aufgenommen und uns einen Tag hier schlafen lassen. Und jetzt sind wir bereit aufzugehen in ein neues Abenteuer. Wie geht's, Mario? Fühlst du dich besser? Du kannst dich jederzeit in unserem Haus ausruhen, wenn du magst. Es ist nicht so übel hier, wie es momentan vielleicht aussieht. Aber wegen des Erdbebens muss ich noch aufräumen. Es hat schon eine Ewigkeit gedauert, nur dieses Tor zu reparieren. Okay. Wie? Du musst schon gehen? Oh, der Sternschnuppengipfel. Na, ich weiß. Ich glaube, der Gipfel befindet sich nahe von Toad Town. Folge einfach dieser Straße. Sie führt direkt nach Toad Town, wo auch der Pilzpalast steht. Ich glaube, der Sternschnuppengipfel befindet sich jenseits des Palastes. Schade, dass du nicht bleiben kannst. Ich würde dich gerne noch näher kennenlernen. Aber wenn die Pflicht ruft, komm mal wieder zum Besuch dann. Ich wünsche dir viel Glück. Hi. Was hat sie denn hier zu suchen? Kamek-Abschnitt hier. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Mario, ich kann nicht glauben, dass du dich schon von der Abreibung erholt hast, die der König Bowser verpasst hat. Du bist ganz schön hart. Gut, dass ich hergekommen bin, um zu sehen, ob du nicht irgendetwas Dummes vorhast. Was? Was ist das, Papa? Was ist das für ein ekliges Fingesding? Eklig? Du freches kleines... Ich bin eine wunderschöne Koopa-Dame mit einem fast noch schöneren Namen, Cammy Cooper. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, dir eine Lektion zu erteilen, du kleine Erdkröte. Aber hier nicht jetzt. Mario, vernimm dies. Es ist sinnlos zu versuchen, Prinzess Peach zu retten. Lächerlich, lachhaft. Ha, siehst du mich doch? Wie du bemerkt hast, ist König Bowser nun viel stärker, als du es verkraften kannst. Hier hast du ein Geschenk von ihm. Okay, einmal von unten gegenschlagen, dann wird er kurz transparent. Mario, du wirst auf die Knie fallen und weinen, wenn du siehst, welche Veränderungen Bowser gemacht hat. Deine Welt gehört nun uns. Ich hab das Tor repariert. Ich will das Wort Tor nicht mehr hören. Cammy Cooper, diese Teufelin! Hast du gehört, was sie über die Prinzessin gesagt hat? Das klang nicht so gut. Ich hoffe, ihr ist nicht zugestoßen. Was? Bowser hat Prinzessin Peach entführt? Schon wieder? Oh, unglaublich. Und jetzt musst du zum Sternstufe-Gipfel gehen, um sie zu retten, stimmt's? Das könnte ein Problem werden. Papa, wir müssen etwas tun! Mario muss die Prinzessin retten! Niemand sonst kann es tun! Hey, ich habe eine Idee! Vielleicht können wir diesen Block mit Gumpas Hammer zerstören. Ich glaube, er repariert damit gerade die Veranda. Geh und frag ihn doch einfach. Boah, okay. Das geht richtig auf die Stimme langsam, aber ich will euch ja auch ein episches Let's Play hier bieten. Und ich glaube, Gumpa ist bestimmt einverstanden. Warte mal, war ich nicht in der Veranda? Ist ja gar nichts mehr. Der nächste Fall. Oh, die Musik ist aber so cool. Das ist aber ein Paper Mario, die gespielt hat. Die Musik kennt man. Ja, hier ist die Veranda, die einst mal war. Hast du gut repariert? Oh, mein Rücken. Bist du das, Mario? Ich kann mich nur an einen lauten Krach erinnern. Dann ist die Veranda ein und ich bin abgestürzt. Bist du auch gefallen? Du bist aus der Tür gekommen und bist ins Leere getreten, habe ich recht? Immerhin ist uns nichts passiert. Das Problem ist, wir kommen nicht nach Hause, weil dieser Block im Weg steht. Dieser Block sollte nicht hier sein. Das ist ein großes Problem. Was? Ein Hammer? Ach, natürlich! Wo ist er hin? Ich habe ihn benutzt, um die Veranda zu reparieren, also muss er hier irgendwo herumliegen. Nirgends zu sehen. Irgendwo da drüben muss er hingefallen sein. Mario, wir sollten ihn suchen. Also am logischsten wäre es... Oh, der folgt mir jetzt. Der kann auch springen.
Am logischen wäre es ja, wenn er hier irgendwo gefallen wäre, aber ist er nicht, scheinbar. Okay, lass mal schauen. Ich würde vermuten, dass er ansonsten... Okay, da kann ich nicht lang. Das ist ein Block, der auf dem Boden liegt. Kennt man bei Mario eigentlich gar nicht. Also, selten. Da kann ich wirklich nicht drüber. Was ist das für ein Block? Ein Heilblock. Mensch. Grandpa. Gumpa, wo hast du deinen Hammer versteckt? Der muss hier doch irgendwo sein. Der Hammer, der ist hier ganz in der Nähe. Ich bin mir da sicher. So sieht er übrigens aus. Der redet das so, wie der Hammer aussieht. Suche hinter Büschen. Wenn Ausrufezeichen bei deinem Kopf erscheint, drücke A, um zu suchen. Okay, hinter Büschen sagst du. Ein Cent! Ja! Oh mein Gott, wir werden richtig reich, Freunde. Und der nächste. Und der nächste. Das kann ich den ganzen Tag lang machen. Und reich werden. Hä? Nichts. Schade. Oh, doch hier ist er! Du hast den Hammer gefunden! Mario kann nun eine Hammerattacke ausführen. Bei dieser Hammer ist die Attacke. Egal. Dieser Hammer zerstört gelbe Blöcke. Oh, großartig! Das ist er! Das ist der Hammer! Ich nehme an, dass du mit dem Hammer den Block zerstören kannst, der uns den Weg versperrt. Mit dem Hammer kannst du auch auf Bäume schlagen, um sie zu schütteln. Manchmal fällt was Nützliches herab. Manchmal auch Bienen, aber meistens nur ein Animal Crossing. Drücke B, um ihn einzusetzen. Ja? Bonk! Nochmal! Wir fällen ein bisschen den Baum. Das war cool, aber da ist nichts rausgekommen. Okay. Ein paar mehr Münzen mitnehmen. Boah, sind aber richtig viele Münzen, ne? Und ein paar Blöcke, die wir jetzt auch kaputt machen können. Oh, da war eine Münze! Mehr Münzen! Gib mehr! Jetzt passiert dann nichts mehr. Okay. Können wir mal abspeichern, wenn man Bock hat? Ich brauch's nicht. Wer braucht schon abspeichern? Niemand. Lappen. Bonk. Bonk. Nichts. Bam. Okay. Hier ist auch nichts. Schade. Aber wie... Warte. Da ist doch ein Baum. Da ist doch bestimmt noch ein Cent versteckt. Gib mir deine Sternis. Hä? Was hast du erhalten? Pippi ausgezeichnet. Eine süße Puppe, die genau wie Prinzessin Peach aussieht. Na, okay. Genau würde ich jetzt nicht sagen. Die hat braune Haare, Peach hat normalerweise blonde Haare. Aber okay, vielleicht ist die Puppe auch noch von 1900 irgendwas, wo Peach Sprite noch braune Haare hatte. Oh, wie schön. Ich glaube, es ist die Puppe, die Gumbario verloren hat. Sie wird sich sehr freuen, wenn du sie ihr zurückbringst. Die Leute verlieren so viele Dinge. Da möchte man sie doch gleich ein wenig... Da möchte man sich doch gleich ein wenig genau umsehen. Da hast du allerdings recht. Nun, wir haben den Hammer gefunden, also sollten wir uns auf den Heimweg begeben. Autsch! Was denn? Wer seid ihr, Deppen? Das hier ist mein Spielplatz, Idioten! Niemand setzt seinen Fuß hierher ohne meine Erlaubnis! Niemand! Sei bereit, zu Füßen von Meister Junior Trooper zu heulen! Oh, Bosskampf oder was? Mario, das ist Junior Trooper. Er ist der Boss der hiesigen Rasselbande, offensichtlich ein Rüpel. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. Den machst du ganz rasch platt. Vergeude keine Atemluft, um mit ihm zu reden, sondern zieh ihm eins über die Rübe. Ich bleibe hier stehen und beobachte das Ganze. Okay. Ich habe auch deinen Hammer einfach geklaut. Strategie. Nichts tun. Lässt sich freiwillig eine Runde aussetzen? Lässt sich einen Fluchtversuch unternehmen? Ja, komm, fliehen wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ihm... Einen verpassen! Okay. Oh, ausgezeichnet! Guter Treffer, mach weiter! Yeah! Oha! Ich kann weder noch einen guten Schlag machen, noch kann ich blocken. Vielleicht geht das erst später im Spiel. Ich kann es mal versuchen, aber... Das funktioniert nicht. Aber vielleicht habe ich das Timing einfach nicht drauf. Oder ich muss was anderes drücken, außer A. Ja, eigentlich A, oder? Eigentlich müsste es doch A sein. Komisch. Ich wärme mich gerade erst auf. Mhm, was soll ich dir glauben? So, und... Bam. Mario, du hast ihn fast gepackt. Hör nicht auf, mach weiter. Na gut, da hast du gewollt. Sag Hallo zu Junior Troopers Spezialattacke. Volle Kraft! Ja?
Was macht er denn jetzt? Oh! Okay, das hat einfach nur 2 Schaden gemacht. Aber nicht so gut. Bam! Weg ist er. Und er explodiert in ganz vielen Erfahrungspunkten. Mario, du hast sehr gut gekämpft, du erhältst Sternpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternpunkte. Für jeweils 100 Sternpunkte steigst du einen Level auf. Versuche, so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Yippie! Verdammt! Fast hätte ich gewonnen. Ich komm wieder, Mario. Okay, jetzt deine Mama heulen. Ich weiß ja, ich komm wieder. Glaub ich dir. Na gut, jetzt sollen wir aber wirklich weitermachen, ja? Bam! 1 Cent? Ernsthaft? Der blöde Block hatte mehr als du. Na gut, was soll's. Du hast bestimmt auch noch was. Ein Pilz. Ein normaler Pilz stellt 5 KP wieder her. Cool. Hast ein Item erhalten. Items können als Waffen dienen, deine KP-Kraftpunkte auffrischen und noch einiges mehr. Drücke den C-Stick nach links oder halt den C-Knopf nach links, um zu sehen, welche Items du dabei hast. Okay, wenn nach oben drücken, kann ich das Herz entweder reintun oder raustun. Mit links drücken kann ich Items machen. Rechts und unten macht noch nichts, aber bestimmt machen die später noch was. Hier können wir uns heilen, das habe ich auch mit dem Pilz nicht benutzt. So, denn der heilt mich natürlich, ist klar. So, aber ich glaube den... Mario ist am Zittern. Der ist viel zu stark, dieser Block. Komplett versteinert. Mit einem einfachen Holzhammer können wir da kaum was bewältigen. Im Moment zumindest. Okay. Soll ich da jetzt... Ja, wo gehe ich jetzt lang? Hier lang? Kann ich da überhaupt lang? Ich versuch's mal. Boing. Oh. Hier ist eine Feuerblume. Feuerangriffe gegen alle Gegner. Angriffskraft 3. Aha. Das heißt, solche Power-Ups sind dann einfach so einmalige Items, die man zum Kampf benutzt. Okay, das ist cool. Das ist ein bisschen ähnlich. Wie bei Stickers da, glaube ich. Augen auf, Mario. Böse Gumbas voraus. Sie sind Bowser gegenüber loyal. Und nicht den Toads. Wenn sie dich sehen, werden sie ohne zu zögern angreifen. Wenn du es schaffst, einen Gegner mit einem Sprung oder dem Hammer anzugreifen, erhältst du den Erstangriff, wenn der Kampf beginnt. Der Erstangriff kann dir in jedem Kampf sehr nützlich sein. Dann muss man versuchen, ne? Bam! Yeah! Okay, hier kann ich Items benutzen. Alles klar, das sind die Fähigkeiten scheinbar. Alright, Angriff. Aber wie mache ich denn mehr Schaden? War der schon tot? Das war's schon? Ein Lappen. Und er explodiert. Und lässt uns ein paar Sachen da. Keine Ahnung, was das gerade war, aber wir haben irgendwas eingesammelt. Hey, den können wir nicht springen. Der hat einen Stachelhut auf. Der tut weh. Das ist ein Pieksgumba. Aber, achso, hast du ja gerade schon erklärt, ne? Sorry. Ja, genau. Bam! Schon down? Ja, ich gehe mal davon aus, dass man diese starken Angriffe später erlernt. Und am Anfang alle Gegner einfach super schwach sind oder so. Was ist denn hier? Was haben wir da? Pilz? Ich muss im richtigen Winkel draufschlagen. Nee, passiert nichts. Alright. Und das schwebt in der Luft. Perfekt. Oh Gott. Bam! Getroffen! Gleich mal so einfach, den zu treffen hier. Ach, der filtert ja seine Flügel, wenn er getroffen wird. Hör gut zu, Mario. Dieser Gegner fliegt mit dem Hammer, kannst du ihn nicht erreichen. Um fliegende Gegner anzugreifen, musst du natürlich springen. Kannst du über einen Feind hinwegspringen, um den anderen dahinter anzugreifen. Ein wichtiger Rat, vergiss ihn nicht. Ja, hier kann man sich entscheiden, gegen wen man kämpfen will, glücklicherweise. Blomp. Wie block ich denn? Geht das hier noch nicht? Ein anderer Knopf? Seltsam. Jetzt können wir mit dem Hammer angreifen, theoretisch. Bonk. Macht jetzt eigentlich keinen Unterschied gegen die Gumbas. Ob wir mit Hammer oder mit Sprung angreifen. Ich glaube, Sprung ist einfacher. Ein bisschen so schneller. Ja, noch schneller. Aber man muss ja ein bisschen aufladen. Ja, und die Sternpunkte, die kassiere ich easy ab. So, wir wollen natürlich auch sehen, was passiert, wenn man einen Level-Up erreicht. Und die doch ein bisschen Herzen. Wie süß. Süße kleine Gumbas, Dankeschön.
So, du bist allein gekommen? Keine Freunde? Das kenne ich zu gut. Bonk. Ja, die drücken immer so weiße Blumen. Ich weiß aber wirklich nicht, was die machen. Ist hier was? Ein Centstück noch mehr? Nee. Schau mal hier. Was ist denn da? Sternsplitter. Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, dass man ihn gebrauchen kann. Okay, danke Spiel. Sehr hilfreich. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der ist bestimmt wertvoll. Vielleicht können wir den verkaufen. Ganz viel Cash. Ich sag ja, wir werden reich, Freunde. Da kann ich nicht lang. Aber hier kann ich lang. Hier ist extra ein Weg, der einzelne neuen Area führt. Keine Sorge, Kinder. Hier bin ich. Dank Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt. Genau. Du hast zufällig den Schlüssel, oder? Oh, ist das Ding zugesperrt? Lass mich für dich öffnen. Ich habe immer den Schlüssel dabei. Wie öffnet der ohne Hände? Egal. Kumpa, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Veranda verschwunden. Kumpa, ich war sehr, sehr besorgt auf dich. Wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder. Ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen. Ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen, müsst ihr sehen, ne? Ach, übrigens. Bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich kann warten. Wie? Was? Hey, die Puppe, die du da hast. Ich glaube, Grumbaria hat sie verloren, oder? Sie hat schon überall danach gesucht. Würdest du sie ihr wohl zurückgeben? Auf gar keinen Fall. Die behalte ich jetzt. Oh, das ist gemein, Mario. Aber wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie doch zurückgeben. Es scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich die Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Du hast doch keine... Nein, egal. Yeah! Gumbarias Kopf ist hart wie ein Felsen. Wenn er eine Kopflos austeilt, tut das sehr, sehr weh. Oh, sei still, Gumbaria. Das ist so peinlich. Aber abgesehen davon ist es wahr. Entschuldige, dass ich dich warten ließ, Mario. Ist schon okay, Gumpa. Wir quatschen gerade mit Mario. Ihr quatscht also? Entschuldigt, ich wollte dir was geben, Mario. Powersprung! Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Dies nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu! Hör zu! Du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du solltest alles ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Soll ich dir kurz eine Lektion darin geben, wie die Orden, die du auf deiner Reise finden wirst, richtig einsetzt? Okay. Okay, drücke Start. So öffnest du das Menü. Ja. An- und Ablegen von Orden. So legst du Orden an oder ab. Wie mit Hilfe des 3D-Sticks. Also hier ist unser Menü. Wir haben Status, Orden, Item, Sterne, Karte. Und hier sind unsere Orden. So, er ist jetzt ausgerüstet. Mhm. So kann ich ihn wieder wegtun. Und das war's. Merke dir, du brauchst BP, um den Bauersprung einzusetzen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Weg einen Block wie diesen sahen? Diese Blöcke stellen nicht nur BP, sondern auch KP wieder her. Das sind wahre Lebensretter. Benutze sie, wenn deine KP und BP zur Neige gehen. Ach übrigens, Mario, ich habe von Guma gehört, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin auf Bowsers Fängen zu befreien. Mhm. Oh yeah, Mario könnte Bowser einhändig und mit verbundenen Augen platt machen. Stell jetzt, Mario! Mario, bitte nimm diesen Hammer mit. Er wird dir gute Dienste leisten. Wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelehrt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese schmerzende Kreuz. Abenteuer, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessinnen retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteurer sein. Ich auch! Hey, ich hab ne Idee, Gumbario. Vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten.
Was? Wirklich? Darf ich gehen, Gumpa? Darf ich wirklich gehen? Ja! Oh yeah! Mario, du solltest es nicht bereuen! Gumbario gehört nun zum Team. Das ist das Bild. Ich mag den Artstyle. Okay, mit dem Stick nach unten, mit dem Knopf nach unten, kann ich Infos über Personen, Orte oder Dinge in der Nähe befragen. Denn Gumbario ist ein laufendes Lexikon. Genau, frag ihn einfach, wenn du was wissen willst. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich tatsächlich. Er kann mit Kopfnuss angreifen oder über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Großartig, Gumbario! Mario, ich weiß, dass sich Gumbario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Nickerchen. Ich bin am Haus. Abschiede machen mich alten Gumpa immer traurig. Und müde. Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen. Aber warte, deine KP sind etwas niedrig. Vielleicht solltest du dich im Toadhaus ausruhen. Ja, da hast du recht. Das sollte ich vielleicht tun. Er folgt mir jetzt auch. Kann ich mit ihm reden? Hi. Ja, cool. Wir haben einen Gefährten. Gumbario. Wie cool. Den kennt man sonst aus keinem Game. Ja, ich möchte gern schlafen. Gute Nacht. Schaut es an. Wir sliden so rein. Geil. Ich liebe das. Das ist super. Hast du gut geschlafen? Pass gut auf dich auf. Ja, Mama. Ich gehe jetzt. Komm, folg mir. Wir gehen auf ein Abenteuer. Boom, boom. Ach komm, wir brauchen schon Speichern. Ich brauche Speicher. Ich will speichern. Ja. Alles klar. Perfekt. Papa, hast du gehört? Ich gehe mit Mario auf ein Abenteuer. Du wirst stolz auf mich sein, Papa. Ich verspreche es. Warte nur. Gib dein Bestes, Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass du Mario eine große Hilfe sein wirst. Gut, dass du so viel Zeit in dein Training investiert hast. Und jetzt zieh los und erfülle deinen alten Gumpapa mit Stolz. Bock. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf liegt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du den Orden noch nicht trägst, den Gumpa dir gegeben hat. Der Orden hat keinen Nutzen, wenn du ihn nicht trägst. Du solltest ihn besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst. Habe ich die nicht an? Miep, miep. Orden. Da, Powersprung. Verbraucht 2 BP. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Okay. Cool. Bin noch nicht genau vertraut mit dem Ordensystem. Wir werden es einfach sehen. Wir haben Stiefel und Hammer. Kann man bestimmt auch irgendwas ändern. Wir haben die Pippi. Die müssen wir noch abgeben, die Pippi. Machen wir eben. Hier ist unser Team. Gumbario ist ein gewitzter junger Abenteurer und ein großer Fan von Mario. Ja, der kann einem Tipps und Infos geben. Sterne, ja. Die müssen wir auch noch alle treffen. Und hier haben wir eine riesige Map. Schaut euch das einfach mal an. Hier ist Gumbafurt. Da oben ist das Schloss. Und es geht noch weiter. Boah, das wird ein großes Let's Play, Freunde. Ich hoffe, ihr habt da genauso Bock, wie ich es hab. Aber jetzt gehen wir doch erstmal das Püppchen ab. Bitte pass gut auf. Die Puppe, die du hast, sie gehört mir. Gib sie zurück, bitte, bitte. Ja, okay, hier. Ah, danke, Mario, du bist süß. Hier, du kannst das haben. Ist es nicht hübsch, wie es in der Sonne funkelt? Und stell dich bitte. Keine Ahnung, was das macht, aber nice. Und nimm das auch. Oh, oh, warte mal, bist du nicht irgendwie, 5 oder so? Oh Gott, ich muss ja schnell weg, bevor die Gumba-Polizei rufen. Ey, ey, sie hat mich geküsst, nicht ich sie. Oh, Vorsicht vor Gumbas. Das ist auch schon einer. Mit dem kämpfen wieder. Hey Mario, während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht, okay? Ah, cool. Nitao. Oh. Machen wir das hier. Den Powersprung. 3 Schaden macht er. Nice.
Ach, jetzt weiß ich auch, was diese weißen Blumen immer sind, die sie droppen, wenn die sterben. Das sind die BP, die Blumenpunkte oder Blütenpunkte, eins von beiden. Genau, sehr cool. Ja, greif doch mal an. Fähigkeiten. Oder scan mal für mich. Wir wollen ja alle Gegner scannen, ne? So ein Let's Play wird das hier. Das, ne? Das ist doch ein Goomba, Mario. Goombas sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin doch auch einer. Ja, er hat 2 KP, 1 Damage und kann nichts aushalten. Du kannst sie springen oder mit dem Hammer vermöbeln. Ah, das sind halt Gegner alter Schule. Du kennst sie schon seit den Tagen von Super Mario Bros. Okay. Breaker, halt ein bisschen die Fourth Wall, können wir machen. Mit einem normalen Sprung reicht's aus. Ah, wenn man die gescannt hat, dann haben die auch eine Lebensanzeige. Oh, das gefällt mir. Das ist cool. Da weiß man sofort, wen man schon mal gescannt hat. I like it. Vielleicht gibt es im Spiel auch gar keine, kein Kontern und keine Supertreffer. Das kann sein. Kopflos! Bonk. Also, basically auch einfach ein Sprung. So, Goombario, ich hoffe, du wirst dich als vom kleinen Fanboy zu einem starken Begleiter entwickeln. Ich habe da große Hoffnungen, Kollege, ja? Enttäusch mich nicht. Du bist dran mit den Kopfnuss, bam! Diese Wolken im Hintergrund. Das ist alles nur Stageplay. Das ist alles nur Stageplay. Vielleicht so ähnlich sogar wie in Super Mario Bros. 3? Ich bin mir aber nicht sicher. Dafür kenne ich die Story noch zu wenig. Aber es gibt ja generell ganz viele Theorien über Paper Mario und alles drum und dran. Okay, mehr ist hier nicht. Ich kenne aber auch nicht drüber, ne? Ne, kann ich nicht. Ah, normale Blöcke, die schweben. Schön. Ich mag diese komischen Blöcke nicht, die einfach auf dem Boden rumliegen, als gäbe es Gravitation. So, nee. Geht doch gar nicht. Oh, das hat getroffen. Nice. Und ihr kriegt es mit mir zu tun. Der Powersprung! Wir sind Silhouetten von Mario. Wir sind einfach Mario Maker oder so. Boink! Yeah! Na, na. Mario, erwischt ihn nicht. Okay, weiter geht's. Nächstes Gebiet. Wo sind wir jetzt? Oh! Immer noch im Goomba-Wald, aber diesmal mit den stacheligen Goombas. Und ich gehe mal davon aus, dass Goombario nicht die Viecher angreifen kann. Aber er kann mir zumindest mal sagen, was ich gegen die einsetzen soll. Tudum. Ah, das ist ein Pieks-Goomba. Er heißt so, weil er einen Stachel am Kopf trägt. Ja, 2 KP, 2 Angriff, 0 Verteidigung. Was du mit dem tust, auf keinen Fall solltest du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Was? Ich will nicht im Rollstuhl liegen. Oh Gott. Schnell ausschalten. Der macht nur Ärger. Bam! Oh oh. Ja, der macht nur einen Damage. Das geht fit. So, und wir beide zusammen, Goombario, wir kriegen ihn platt. Ich schätze mal, wegen der Gehirnerschütterung, die Mario bekommen hat, nachdem er vom Schloss gefallen ist, hat er auch seine ganze Power verloren. Der ist jetzt gefühlt Level 1 wieder. Das ist die einzige logische Erklärung, die ich jetzt habe dafür. Was ist das denn hier? Einen Orden! Nur weil ich konnte ihn nicht lesen. Wusstest du, dass es gute und böse Goombas gibt? Ein böser Goomba wird, sobald er uns sieht, mit uns kämpfen wollen. Okay, wieso sagst du mir das? Ich hab nicht gefragt, aber gut. Tu mir nichts. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Ah, also wenn ich fast down bin, habe ich eine höhere Chance, dass Treffer nicht landen. Oder wie? Das ist cool. Ich lasse, glaube ich, das Menü hier mal an, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Ist ein Pilz, um mich zu erfrischen. Drücke nach links, um Pilz auch zu essen, ne? Danke. Wie sieht's eigentlich gerade aus? Ah, geht noch. Brauche ich keinen. Bonk. Was macht Goombario da hinten? Der chillt da irgendwo rum, irgendwo ganz weg, wo ich ihn nicht gebrauchen kann. Boah, ich sehe schon. Der Kampf. Der wird ein bisschen länger dauern, aber warte mal. Benutzen wir doch direkt mal die Feuerblume, oder? Gegen alle Gegner. Feuerblume!
Aber was zielen wir? Ach, das ist die aus, hier, Yoshi's Island, oder? Sieht zumindest so aus. Die macht 3 Schaden. Genug für jeden Goomba. Oh, das dauert ja ewig lang, bis du ein Level bekommst. Junge, Junge. Und direkt mal rein. Danke, danke schön. Kann nicht gebrochen. Hey, hey, schon langsam. Du, ja du, du verdächtiger Kerl. Du bist so sass, keine Bewegung. Oh, du bist Mario. Ich wusste es. Du kannst ja nicht passieren, Herr Großmaul. So laut der Befehl des Goomba-Königs. Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt an uns Goomba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba. Los, schnappen wir ihn, blauer Goomba. Hey, hey, was soll das? Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Wow,